Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, Ja, der mein Enhanced Edition. Schatz, wenn das euer Hier war Wunsch noch eine ist. Falle. Oh, die wir jetzt einfach mal so knacken können. Auch gut. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu Wir fragen. müssen aber weiter nach oben. Noch. Ich werde Wir mich können im noch weiter nach Handumdrehen darum oben. kümmern. Und das ist ganz Ich oben. werde mich im Okay. Handumdrehen darum kümmern. Für euch. Aber natürlich, Schätzchen. Ja, Dulags Turm hat ein paar Ebenen. Mit Büchern. Geschichte des Schattentals, Geschichte des Schattentals, Geschichte des Nordens, noch mehr Norden, noch mehr Norden. Der verschwundene König, Aluha. Okay. Ihr benötigt etwas, Fremde? Worum, wie ihr wünscht. Ihr benötigt etwas, Fremde? Okay. Rigilo. Kein Schritt weiter. Nennt euren Namen und was ihr an diesem Ort wollt. Nennt mir euren Namen. Ich bezweifle, dass ihr Dulax seid. Also seid ihr hier genauso ein Eindringling wie ich. Brennoer werde ich genannt. Ich bin hier, um den Turm zu plündern. Ist das vielleicht ein Problem? Mein Name geht euch gar nichts an. Wollt ihr mir böse? Ich würde es hassen, euch umbringen zu müssen, wo wir uns auch gerade erst kennengelernt haben. Brennoer ist mein Name. Gedenkt ihr auch, dieser Höflichkeit zu entsprechen? Wer seid ihr? Beruhigt euch, Freund. Ich will mit euch nicht streiten. Wir scheinen auf das Gleiche aus zu sein. Können wir uns diesen Turm nicht einfach teilen? Nehmen wir mal die vier. Regulo werde ich genannt und ich denke nicht daran, diesen Platz mit euch zu teilen. Es gibt noch viel mehr Ebenen. Ihr solltet euch einfach weiter nach unten begeben. Ärger gibt es für uns beide dicke genug und auch ohne, dass wir uns um die Beute streiten. Na, nun kommt schon. Ich werde auch alles mit euch teilen, was ich finde. Und was, wenn ich daran Anstoß nehme, wenn ihr mir sagt, wohin ich zu gehen habe? Ich könnte wütend werden. Wenn ihr das so wünscht, dann sei es so. Versuchen wir mal badische Diplomatie. Wir könnten teilen. Ha, an dem Tag, an dem ich einen Verliesräuber abnehme, dass er seine Beute teilen will, schneit sie den neuen Höllen. Streift herum, wo ihr wollt, und wenn ich jemals eine Münze von euch erhalte, wird mich das sehr überraschen. Okay. Ihr benötigt etwas, Fremde? Ihr schon wieder. Was wollt ihr diesmal? Ich habe euch schon einmal gewarnt, mir nicht in die Quere zu kommen. Ich habe einige Rätsel dort unten gut im Griff und da kommt ihr und unterbrecht meine Gedanken. Ah, geht mir aus den Augen. Ich habe es nicht nötig, euch Rede und Antwort zu stehen. Vielleicht sollte ich euch besser sofort töten, damit ich meine Ruhe habe. Tut mir leid, wenn ich störe. Ich kam gerade nur vorbei und dachte, wir könnten uns vielleicht wieder vertragen. Wir müssen doch nicht Feinde sein. Also ehrlich gesagt wollte ich einfach ein wenig von meinem Vermögen abgeben. Ihr habt etwas, was ich bisher gefunden habe. 50 Goldstücke für eure Bemühungen. Dieser Ort ist ein überreicher Jagdgrund. Ich teile dies mit euch aus dem einfachen Grund, dass wir in der gleichen Branche arbeiten. Hier habt ihr 300 Goldstücke. Geben wir mal 50. Soll das ein Trick sein? Ihr versucht, euch bei mir einzuschmeicheln, damit ich nicht so sehr auf der Hut bin. Behaltet euer Gold und lasst mich arbeiten. 50 Goldstücke, Pa. Da habe ich ja mehr in Durlaks Grab aufgelesen. 50 Goldstücke, also wirklich. Ihr benötigt etwas, Fremde? Ja, wir müssen doch keine Feinde sein. Deshalb müssen wir aber noch lange nicht Freunde sein. Macht, dass ihr hier rauskommt, bevor ich mich mehr um euch kümmere, als euch lieb ist. Okay, der Wenn das euer Wunsch ist. Typ ist definitiv aggressiv. So dachte ich mir, dass hier auch eine Falle dran ist. So, wenn man hartnäckig genug ist, kriegt man sie auch entsperrt. Oh, und jetzt sind wir voll. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern.
Auch das noch. Also ja, das ist ein Stab der Blitze. Das erkenne ich so oder so. Etwas, was ich nicht unbedingt benutzen möchte. Ja, mein mit Vergnügen. Schnelligkeitsöl nehme ich gerne. Das wird ein Kettenhemd plus 1 sein. Okay. Wie kann ich helfen, wie ihr wünscht? Für euch, wenn das euer Wunsch ist. Irgendwas ist gerade wohl abgeklungen. Worum geht ihr braucht? Nur zu fragen. Wenn das euer Wunsch ist. Schön, hier ist das Buch. Das uns als Weisheit permanent gibt. Damit hätten wir 13 Weisheit. Der Nymphenumhang ist das, was Charisma gibt, gell? Ja. Jetzt will ich mal kurz Folgendes machen. Wir haben jetzt 12, 19, 19, 13. Also alles 19. Bis auf Stärke, da haben wir 12 und Weisheit 13. So, das heißt, ich mache mal hier einen Quick Save. Und lade mal den Prolog-Start. So. 11, 18, 18, 18, 10, 18. Aha. Das heißt, wir haben 11 Bücher gefunden, weil es gibt ein Stärkebuch, eins für Geschicklichkeit, eins für Konstitution, Intelligenz, Charisma und 3 ganze für Weisheit. Was krass ist. Wie kann ich helfen? Ja, mein mit Vergnügen. Was eigentlich in dem Spiel fast schon einlädt, einen Kleriker zu machen. Oder einen Waldläufer. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja? Und ja, vielleicht vertrage ich mich mit dem doch, mal, indem ich ihm 300 Goldschicks gebe. 300 Goldschicks. 300? Was? Habt ihr im Sinn, ihr versucht mir zu schmeicheln? Ihr habt doch gar keinen Grund dafür, mir das zu geben. Na gut, da nehme ich es halt. So schlecht seid ihr ja dann doch nicht. Vielleicht tat ich euch Unrecht. Vielleicht. Ihr seid schon in Ordnung, aber lungert hier nicht zu lange herum, sonst ändere ich noch meine Meinung. Ihr benötigt etwas, Fremde? Also ja, er nimmt einfach das Gold und dann ist er trotzdem pampfig auf uns. Für euch tue ich an mit Vergnügen. Vielleicht sollte ich ihn einfach umbringen. Geist, Durlak, mein Freund, ihr seid zurückgekehrt nach dieser ewigen Zeit. Ich bin es, Deital, euer alter Freund. Ich habe gewartet, lange auf euer Kommen gewartet, euch zu helfen, mein Freund. Natürlich, Deita, ich habe euch vermisst. Mörderisches Gespenst, euer Untod macht euch blind. Ich bin nicht Durlak und ihr seid nicht mein Freund. Sprecht euch aus, Unwesen. Was wollt ihr? Beides ist irgendwie so aggressiv, deswegen will wir das Erste.
Ihr seid neuerdings ungewöhnlich höflich, Turlak, und ich glaube, ihr seid auch größer, als ich euch in Erinnerung habe. Die Zeit hinterlässt ihre Spuren an uns allen, nehme ich an. Aber meine Schuld hat sich nicht getilgt. Ich werde euch hier zu Diensten stehen, bis ihr mich nicht mehr braucht, ich weiß gar nicht mehr was genau, wieder gut zu machen, aber das macht ja nichts. Ihr hättet nicht so lange warten müssen. Wenn ihr eure Schuld auf andere Weise begleichen könnt, ihr euer Gewissen vielleicht beruhigen. Habt ihr irgendetwas anderes, das ihr als Zahlung annehmen könnt? Irgendwas Wertvolles? Ihr sprecht aus einer Schuld aus längst vergangenen Zeiten. Betrachtet sie als getilgt und ruht ein wenig aus. Ich will davor nichts mehr hören. Ihr seid frei und könnt gehen, wann immer ihr wollt. Welche Schuld sollte das sein? Was hat euch hier so lange festgehalten? Sprechen wir ihn einfach von der Schuld frei. Ihr redet von den Alten, als ob es nichts zählte. Ihr werdet es wohl wissen. Als die Horden kamen und die Gesichter unserer Freunde trugen, habt ihr gekämpft, dass ich es nicht konnte. Nicht zuschlagen konnte. Ich war ein Außenstehender in eurem Clan und ihr habt mich verteidigt, als alle gegen mich. Ich bin vom Leben erlöst worden, aber niemals von der Schuld. Weiß mich nicht fort, mein Freund. Weiß mich nicht fort, ein Freund würde mich nicht abweisen. Ihr seid anders, ihr seid nicht derselbe, ihr seid gleich Turlak. Ich werde kämpfen. Okay. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Na, warum denn ich? Sag. Jael Kalles möge die Dunkelheit. Worum geht es diesmal? Aber natürlich. Ja, wir brauchen nur zu tragen. Gut, wo hat er sich hingeportet? Ja, mein... mit Vergnügen. Jede Menge Tränke. Trank der Steinform. Naja, sie hat Abwehrtränke. Trank der Schöpferkraft. Feuerriesenstärke. Und das ist ein Unverwundbarkeitstrank. Mit Vergnügen. So, hier ist auch noch etwas Geld. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Worum da ist die Nervensäge. So, das war der Geist, der gerade irgendwie das Spiel verlangsamt. Nera, was immer du auch tust, greif nicht den Typen an. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ah ja, jetzt haben wir den Geist erledigt. Hier kriegen wir zum Glück verdammt viel Erfahrung noch. Ich fühle mich so sinnlich mit Vergnügen. Oh, ein Schachspiel. Oh, oben. Also das sieht wieder wie ein Einser-Schutzumhang aus. Das ist eine Blitzschutzprobe, die kann weg. Und ja, das ist ein Umhang plus 1, der kann auch weg. Schicksal oder nicht? Ich bin nicht für diesen Ort bestimmt. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Schicksal oder nicht? Ich bin nicht für diesen Ort bestimmt. Schicksal oder nicht? Kommt
Nervt jemand ja, wenn das euer Wunsch ist. Versucht, Schritt zu halten. Oh, hallo ihr dort. Ihr seid gekommen, um die gute kleine Kirin-Hall zu besuchen, nicht wahr? Es ist so lange her, dass ich überhaupt irgendwie zu Gesicht bekommen habe. Nun, oh, seht euch das an. So stark, so männlich. Würdet ihr so gut sein und bei mir bleiben? Es wäre so schrecklich einsam ohne euch. Ja, hier kommt jetzt wieder der Barde durch.